Die Zeiten des 9-Euro-Tickets sind vorbei. Der Ausbau des Cottbuser Nahverkehrs geht trotzdem weiter. Mit 15 neuen Straßenbahnen soll Cottbusverkehr die Verdichtung des ÖPNV-Angebotes weiter voranbringen. Die Weichen für diesen Ausbau stellt die 36 Millionen Euro schwere Strukturförderung des Landes. Überreicht wurde der Zuwendungsbescheid von Dr. Klaus Freitag. Damit kommt ein weiterer Teil des Nahverkehrsausbaus in Cottbus ins Rollen. Ich glaube, es sind viele Sachen, die jetzt hier im Laufen sind. Wir haben ja seitens des Landes das Werkstattsystem. Das heißt, in 6 Werkstätten wird geprüft, welche Förderanträge weiter bewilligt werden können aus den Strukturwandelprojekten. Da ist die Stadt Cottbus sehr, sehr gut unterwegs und bisher auch sehr, sehr gut bedacht worden. Insgesamt stehen ja der Stadt Cottbus in den nächsten Jahren über 3 Milliarden Euro zur Verfügung. Und das muss natürlich auch alles gehandelt werden. Die Pläne für den Cottbuser Nahverkehr sind groß. Zunächst soll mit den tauffrischen Straßenbahnen ein 10-Minuten-Takt auf allen Linien geschaffen werden, um nutzerfreundliche und kurze Fahrzeiten zu garantieren. Die 100.000 Euro teure Studie zur Netzerweiterung soll klären, wie das Gebiet weiter ausgebaut werden kann. Eine Erweiterung des Straßenbahnnetzes soll an 4 Standorten geschehen. Ja, wir analysieren gerade oder lassen analysieren eine Neubaustrecke zur BTU bzw. zum Science-Park, die Anbindung des perspektivischen Uniklinikums, des CDKs, aber auch Lausitzpark und Ostsee haben wir analysieren lassen. Und da liegen jetzt die ersten Ergebnisse vor und da sind wir ganz optimistisch, dann auch in die Planung einsteigen zu können, weil das sind ja auch so ein bisschen die Strukturwandelorte in Cottbus und die wollen wir natürlich miteinander verbinden, dass die Menschen da das Auto auch mal stehen lassen können und mit einem guten ÖPNV in der Stadt mobil sind. Den Cottbuser Straßenbahnfans stehen rosige Zeiten bevor. Die neuen Straßenbahnen aus der Pilsner Skoda-Manufaktur werden noch optimiert, aber einen Prototypen konnten wir schon bewundern. Luxus pur auf der Schiene für die Cottbusserinnen und Cottbusser, ermöglicht durch die großzügige Zuwendung aus der Strukturförderung für die Lausitz. Ja, ist ein spektakulär gutes Gefühl. So eine große Fördersumme gibt es nicht alle Tage. Ist, glaube ich, der größte Förderbescheid in der Unternehmensgeschichte. Ist, glaube ich, auch ein großer Schritt für das Unternehmen, so eine hohe Fördersumme zu bekommen. Das Geld stammt dabei aus einem von 2 Fördertöpfen, welche aus dem Strukturstärkungsgesetz des Bundes forciert wurden. Aus dem zweiten dieser Töpfe stammen die Förderungen für zum Beispiel das ICE-Werk und den Lausitz Science Park. Das stärkt nicht nur die Region, sondern sieht auch noch schick aus.